Wir sind der Jäger und sind in der Hütte des Pelzes. Nein, wir sind in der, wie, in, ich kann die irgendwie, Hütte des Pelzjägers, genau. Und nur leider liegt hier irgendwie nichts rum, was pelzig aussieht. Zum Glück, vielleicht sogar. Und was wollte ich denn machen? Wir sind eigentlich müde. Wir haben ein bisschen Appetit. Haben wir denn noch einen Riegel oder so etwas? Da. Essen wir einfach mal. Oh ja, bevor wir schlafen gehen, sollte ich eigentlich unbedingt mal das Fleisch braten, oder? Warte mal, ich nehme hier mal ein bisschen Altholz. Das Fleisch würde ich gerne braten. Ja, passt so. Weil sonst wird das ja immer schlechter und das ist nicht gut. Das soll ja nicht verrotten. Geht ganz schön langsam voran. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Das, Unsere Feuerskills sind nicht so gut, ne? Hätte vielleicht Brandbeschleuniger nehmen sollen, aber. Come on, little fire. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sie es anfeuert. Okay, sind bei der Hälfte. Das seht ihr nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht sehr spannend. Die ist wirklich, ich muss sagen, die Hütte ist wirklich muckelig. Auch wie dieser Sessel vor diesem Ofen steht. Herrlich. Wirklich schön. Sehr gut. Zwar nur 23 Minuten, aber hey, wir haben ein paar Stöcker. Und werden jetzt. Ihhh, das schimmlige Regan. Ich hoffe, das wird besser dadurch. Und schimmliger. Well dry oder so. Keine Ahnung hier. Bleh. Ich finde Reh sowieso nicht lecker, aber bin ja sowieso nicht so der Fleischfreund. Obwohl ich nie im Leben, glaube ich. Jetzt ist gut, ist es immer. Nein, frisch. Jetzt ist es frisch. Von schimmlig durch gebraten auf frisch, natürlich. Wer kennt es nicht? Gute Sache. Obwohl ich selber, glaube ich, nie irgendwie Vegetarier sein könnte. Dafür esse ich viel zu gerne Bacon. Bacon ist super. Bacon ist mega ungesund, eigentlich. Aber Bacon ist einfach Bacon ist Bacon. Bacon ist schon eine kleine Philosophie. Also einfach nur mega lecker, muss ich sagen. Sind ein bisschen durstig, aber 2 Stunden können wir noch warten. Oder ausruhen am besten. Und ich esse auch ab und an gerne wirklich ein Steak. Ein Steak esse ich auch jetzt also wirklich richtig gerne. Und beim Grillen so eine Bratwurst. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Das sind so die einzigen kleinen. Und Buletten. Buletten. Ich liebe Buletten. Buletten sind auch lecker. Aber ansonsten esse ich kaum was Fleischiges. Es ist halt irgendwie gar nicht meins. Das schmeckt mir halt manchmal nicht. Ist ganz selten. Und deswegen. Aber schon allein Bacon. Bacon ist der Grund, kein Vegetarier zu werden. Bacon. Oh, Bacon könnte ich jetzt wirklich essen. Richtig lecker. So. Oh, nee. Das wollte ich drücken. Okay, alles gut. Na dann, sind wir überhaupt noch müde? Gar nicht mehr so, ne? Ach Mann, ich würde am liebsten nur schlafen, weil das weniger verbraucht. Mann. Verdammt dich. Na, 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 na. Gut. Können wir jetzt im Gegensatz dazu 4 Stunden schlafen? Das wäre gut. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. So, komplett erholt aufgewacht. Naja. Dann warten wir mal noch 3 Stunden. Und dann ist es doch schon wieder hell. Na, das ging ja schnell. Und das hat sich gereimt. Und jetzt hat Anna natürlich mega Durst. Wir sollten noch, glaube ich, bevor wir losgehen, wieder trinken machen. Holz ist ja hier in der Bude. Und ich werde mal die Dinger hier essen. Ich muss mir jetzt halt vorstellen, muss mega trocken und eklig sein, die Dinger zu essen. Das hat gar nicht so viele Kalorien, weil gar nicht so viel ist. Komm, ich warte jetzt. Ich bin jetzt hier voll auf Whisky und warte einfach mal 5 Stunden lang.
Wir haben ja sonst nichts zu tun. 21 Grad sind hier drinne. Was denn da los? Long Dark Luxus. 21 Grad gefühlt. Na nü. Ist ja ein Traum. So. Ich hoffe, wir können 4 Stunden uns ausruhen. Ist auch super spannend, immer darüber zu reden. Wir ruhen uns aus. Wir müssen warten. Wir ruhen uns aus. Wir müssen warten. Eigentlich sollte ich mir vielleicht mal Themen bereitlegen. Und das sieht aus wie ein riesengroßes Stoffstück. Oder ihr gebt mir einfach Themen, wenn ihr irgendein Thema habt, über das ich reden soll. Gerne, her damit. Gerne, gerne. Ich glaube, ich esse die Salzcracker dann noch. Nicht gleich, aber dann. Weil die immer so schrecklich durstig machen. So, wie viel haben wir denn schon? Wir sind ganz gut. Nicht schlecht. Also, wirklich, ganz gut. Will ich die Salzcracker essen? Ich glaube schon. Mega durstig. Wie das halt so ist, wenn irgendwo Salz drin ist. Kennt man ja selber. Obwohl ich, wie gesagt, nur wenn ich chinesisch, wenn in so einem chinesischen Essen zu viel irgendwelche Gewürz drin ist, dann kenne ich das. So viel Chips und so ein Kram esse ich ja gar nicht. Aber kenne ich. Es gab auch Zeiten, wo ich sehr viel Chips und so ein Kram gegessen habe und danach habe ich auch immer mega Durst gehabt. Was wollte ich denn jetzt machen? Wollte ich überhaupt irgendwas machen? Nö, ne? Wir können einfach mal. Ey, komm, wir schlafen noch 3 Stunden. Von nichts kommt nichts hier und oh Mann, da müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Den kompletten Weg zur Küstenstraße. 43 Tage, ey. Huiuiui. Ein ganzes Kilo sind 800 Kalorien. Uiuiui. Ich glaube, dann müssen wir uns dann bald trinken machen. Tja, draußen ist auch noch Sturm. Wir haben wirklich immer Glück. Jetzt mal abgesehen von dem Nebel, den wir gerade so ein bisschen hatten, aber ich tut mir immer leid, dass ich hier mal so rummummle, aber ich habe wirklich immer das Gefühl, dass ich so halb so am Einsacken bin hier. Wenn ich halt gemütlich sitze. Komm, wir schlafen nochmal 3 Stunden. 4 Stunden. Komm, 4 Stunden. So. Läuft doch. Läuft gut, läuft gut. Trockener Mund. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Nee, ich warte jetzt einfach mal so lange, bis es dunkelrot ist. Oder so. Okay. Und bleibt da jetzt was übrig? Bestimmt nicht. Doch, ein bisschen bleibt übrig. Okay. Ich esse einfach mal das Fleisch, weil, wie gesagt, das verdirbt ja sonst nur. Sie sollten vielleicht wirklich ein bisschen Fleisch holen. Ist wirklich nicht die schlechteste Idee. Ich hätte nur gerne einen sicheren Ort und nicht einer, wo uns gleich irgendwas stören könnte beim Zerlegen. Denk mal, die Nacht noch und dann müssen wir das ja eigentlich geschafft haben. Oder er greift jetzt schon wieder zu hoch. Das kann natürlich auch sein. Wir sind ein bisschen durstig. Wir können uns jetzt ja mal was zu trinken machen. Kommt, wir gehen mal zum Ofen. Habe ich überhaupt noch Holz? Das ist die Frage. Ich habe ein Zedernholz. Lag hier nicht irgendwo? Da ist noch ein Zedernholz. Sehr gut. Sehr gut. So und. Ach, wir haben so. Hä? Wir haben sogar noch ein Altholz? Nee, nimm mal das Zedernholz. Stimmt. Wir haben ja das, ich habe ja das andere Altholz noch mitgenommen. Ich finde es auch faszinierend, dass wir sonst immer bei so Long Dark das Problem hatten, dass uns kalt geworden ist. Die ganze Zeit eigentlich.
Wir standen so oft eigentlich vom Kältetod. Das ist hier total der Luxus in der Herausforderung. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass wir Glück hatten und schnell wirklich gute Klamotten gefunden haben, aber. Oder daran, dass wir so wenig eigentlich draußen sind, weil eigentlich sind wir ja mehr drin als draußen. Das hat sofort geklappt. Oh ja. Ja, genau. That's a good one. Genau, Anna. Sehr gut. Bin auch sehr, sehr begeistert. Und schmelzen wir mal ein bisschen was hier. Überlege, ob ich, glaube ich, sollte noch mal drauflegen, ne? Ach komm, der kautet einfach auf und dann ist gut. So, Wasser abkochen. Wasser ist wichtig. Holz finden wir immer irgendwo. Eigentlich. Und nochmal. 5 Stunden dunkelheit, okay. Muss man mal ein bisschen drauf achten, dass ich habe immer Angst, zu viel zu warten und dann will ich losgehen und bin eigentlich komplett müde. So. Müssten ja wieder 3 Liter haben, das sollte ja stimmen. Oder passen, besser gesagt. Noch 32 Minuten. Was machen wollen wir noch? Ach, Quatsch, oder? Nee, komm, wir machen einfach hier weiter und dann haben wir noch ein bisschen Hunger eigentlich. Tja, ein bisschen, oh Gott, ist die Sardine. Ich habe so eine Angst vor den Sardinendosen. Herrlich. Ich warte 3 Stunden und schlafe den Rest. Das klingt nach einem Plan und dann gucke ich mal, ob wir hier fertig sind. Ja, wieso? Ich finde es krass, dass ab dem Punkt schon schläfrig eigentlich anfängt. Ja. Appetit. Wir müssen noch ein bisschen, Leute. Wir müssen noch ein wenig. Es tut mir leid. Dann warte ich 3 Stunden. Dachte jetzt werden's. Hatte ich jetzt wirklich gedacht. Haben wir nicht. Schade eigentlich. Naja, Aber was wir haben. Wir haben da noch hier was in den Regalen. Hier so ein Riegel und noch ein paar Sardinen und die ein. Nicht das Regal, das ist mir zu holzig. Das schön ihr werdet, wie da hängt. So. Einmal den Müsli-Riegel essen. Und was trinken. Und schläfrig. Kacke, ich dachte, wir können jetzt losgehen. Schaffen wir es vielleicht noch ins. Jawohl! Ins, wollte gerade sagen, ins Lagerbüro zurück? Das sollten wir doch schaffen, oder? Kommt drauf an, was jetzt für ein Wetter draußen ist. Dass wir wenigstens zum Lagerbüro nochmal ja, durchkommen, sozusagen. Das ist ja ein Traumwetter. Und da sind Rehe. Die werde ich jetzt nicht schießen, weil. Was ist denn das für ein Geräusch gerade gewesen? Das war ein seltsam. Hä? Hier sind überall Rehe um mich herum. Was ist denn los? Das hätte ich schießen können, ich weiß. Mach ich. Hier will ich aber keine Rehe schießen, wenn ich ehrlich bin. Ist jetzt auch despawned, ne? Der Körper, weil er verrottet ist. Na nun gut. Hier sind ganz komische Geräusche, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Oh Gott, Reh! Hatte mich erschrocken. Himmel, Herrgott. Ich habe Angst, mir ein bisschen was zu brechen hier oben, aber ansonsten ist alles gut.
Oh Gott, ich gehe lieber hier runter. Okay. Ich schaffe das. Es klang irgendwie die ganze Zeit, als ob irgendwie Eis bricht oder so. Ganz seltsam. Und kurzzeitig dachte ich, vielleicht ist der Bär hinterm Berg, aber anscheinend ja nicht. Zum Glück. Oh Gott, ich habe Angst, dass hier nirgendwo irgendwelche ihr Viech ist. Und wenn wir dann zurücklaufen wollen, ist wieder, sind dann 5 oder 6, 10 Wölfe um diese Eisenbahndinger drum. Man könnte auch überlegen, hinten unten lang zu laufen, durch den See durchzulaufen. Das wäre auch eine Idee. Wisst du nicht, das ist, glaube ich, nicht so die Abkürzung. Und da sind ja auch immer Wölfe gewesen, also. Mal schauen. Aber wenn ich so gucke, muss ich, glaube ich, das Lagerbüro als Zwischenstopp halt nehmen. Um mal kurz die Aufnahme zu beenden. Na du Ding? Hm. Okay. Alles ruhig. Selbst das Wetter ist ruhig. Macht mir irgendwie alles Angst hier gerade. Ah, nee, da hinten will ich nicht lang. Ich laufe den Weg hier wieder zurück. Oder ich habe einfach alle Wölfe, die hier jemals waren, angeschossen. Und die sind elendig verblutet irgendwo. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt leben hier nur noch Rehe und wir. Und die Musik. Das muss ich auch sagen, finde ich bei No Man's Sky den Soundtrack, finde ich schön. Sehr passend. Sehr, sehr passend. Weil wenn mal so eine Hügelsachen kommen, bin ich immer, dann weiß ich nicht. Das hatten wir jetzt ja schon ein, zwei Mal die Situation, dass wir um eine Ecke gehen oder über einen Hügel kommen und dann Kuckuck, ist da ein Wolf. Aber hier gerade nicht. Okay. Gut so. Gut so. Jetzt habe ich ja wieder Patronen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich eingesammelt habe. Eine mindestens, die aus dem Safe, wirklich. Eine Patrone im Safe, egal. Oh. Mann. In dem anderen Safe im Damm war mehr drin. Da wäre sogar diese richtig gute Winterjacke drin gewesen, hätten wir sie nicht schon gehabt. Hätten wir sie nicht schon gehabt? Ich würde doch gerne mal so ein Buch finden. So ein Fertigkeitsbuch. Ich weiß ja gar nicht, ob man das überhaupt hier findet, aber wenn man hier selbst Errungenschaften bekommen kann, denke ich mal, wird man hier auch diese Bücher finden. Du bist jetzt aber kein einziges gefunden. Sehr seltsam. Wahrscheinlich liegen die an den kuriosesten Orten rum. Hier hat uns doch mal irgendwann, oder kurz vorm Lagerbüro, weiß ich noch, hat uns mal ein Wolf angegriffen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da überhaupt gemacht haben. Welche Herausforderungen? Also, bin irritiert. Hier ist nichts. Annika hat die Wölfe verjagt anscheinend. Tja, ja, das ist also. Das ist schon wieder ein Reh. Ich glaube. Wollen wir diese Dreh schlachten?
Ich meine, hier haben wir noch unsere Ruhe. Was das angeht. Und im Lagerbürohaus ist auch genug Holz, um das zu garen. Und dann muss ich mir nicht so einen großen Kopf um das Essen machen. Ich glaube, du kleines Reh, das tut mir unendlich leid. Also wirklich, ich würde die Kugel lieber an einem Wolf verschwenden als an dir, wenn ich ehrlich bin. Oh, du armes Ding, du armes Ding. Es tut mir leid. Ich hoffe, du musst gleich nicht leiden. Wäre mir nicht so lieb. Ich möchte so nah wie möglich ran. Ich habe keine Lust zu verschießen. Aber ich glaube, das sollte reichen, oder? Was? Wie bitte? Und ich dachte, ich schieße mal lieber nicht in Kopf, weil nachher ist die Hitbox gar nicht so... Was? So groß, wie ich denke? Nein! Was? Das wird da irgendwo sterben, ne? Ich höre noch tappeln, glaube ich. Wir müssen dem mal hinterher, glaube ich, weil das wird sterben. Das ist ja angeschossen auf jeden Fall. Ist das wirklich ein Kopfschuss? Ist der Long Duck da so genau? Ich habe da noch gar nicht so drauf geachtet. Klatt zieht man immer auf den Kopf. Wir haben 21. Ah, klar, ich kann ja Massaker starten. Wo ist es hin? Ich könnte ja mal der Blutspur folgen. Oh Mann! Ich sehe keine Blutspur mehr. Doch, da. Natürlich rennen die irgendwo dahin, wo ich nicht hin kann. Genau! Da oben hin, oder wie? Da kann ich nicht hoch. Das weiß ich jetzt schon, dass ich da nicht hoch kann, weil da wird Anna sich irgendwas brechen. Ich gucke jetzt nochmal hier um der Ecke, ob es irgendwo liegt, aber... Ich glaube eher nicht. Das sind nur kleine Häschen. Die will ich nicht schlachten. Weigere ich mich. Scheiße. Oh Gott, wir haben Hunger. Und das hat mich mega erschreckt gerade. Mann, Kacke! Okay, wir brauchen noch ein Reh. Und den müssen wir direkt in den Kopf schießen. Ärgerlich. Sonst zeigt er doch immer Macht. Aber ich dachte jetzt nach der Aktion mit den Wölfen. Da hat wirklich. Long Dark hat, glaube ich, eine Hitbox. Also eine. Eine, die ich nicht gedacht hätte, dass das Spiel hat. Weil ich irgendwie da noch gar nicht so darauf geachtet habe. Zeig mal, was ihr hört. Ich höre ein Reh. Mein Problem ist, warum rennt das weg? Eigentlich gibt es keinen Grund wegzurennen. Sag mal, Reh, kannst du mal stehen bleiben? Ich werde dich bestimmt nicht im Rennen versuchen zu erschießen. Genau. Renne dahin, wo ich niemals im Leben hinkommen werde. Die mögen uns nicht. Ja, Gerli. Ich meine, da oben kommen wir nicht hin. Ich finde es krass, dass da die Tiere hinkommen. Wir brauchen eine neue Dreh. Wir brauchen neue Opfer. Und der Part ist schon viel zu lang. Wegen der ganzen Aktion. Na, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wenn wir hier unsere Zwischenstation verlassen, vielleicht finden wir ja dann nochmal ein Reh. Mann, das ärgert mich gerade tierisch. Dann gucken wir mal im nächsten Part, ob wir da irgendwas finden. Ein Reh, das wir gerne essen wollen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.